Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Ach ja, und wieder eine neue Aufnahmesession. Ich habe mich auch den Fehler gemacht, dass ich mich wohl verzählt habe oder so. Und habe nur bis Donnerstag aufgenommen in der letzten Aufnahmesession und muss das jetzt ein bisschen kompensieren und ja, läuft aber. Also ihr habt da jetzt keinen großen Schaden mit. Entschuldigung. Alles wie gewohnt. Die Frage ist, guck mal, wir sind hier so überlastet und ich würde ein paar Sachen doch endlich wieder in mein Haus bringen. Ja, eher die Waffen wahrscheinlich. Da, die müssen wir auf jeden Fall, aber für nur eins. Knüppel des Champions, das wären schon zwei. Wir haben echt nicht viel. Warum sind wir denn dann so überlastet? Ah, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Bücher wahrscheinlich, ja. Gut, dann würde ich mal behaupten, wir. Es wird jetzt natürlich. Ist natürlich jetzt nicht so angenehm, aber es gehört immer zum Spiel dazu. Den haben wir nicht geläutert. Ach, Entschuldigung. Da oben ist der, also wir müssen erstmal nach Hause. So viel ist schon mal sicher. Ach ja. Die meisten Läden sind von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet. Wenn ein Laden geschlossen ist, komm am nächsten Morgen wieder oder knacke das Schloss und brich ein. Klar, also. Mache ich im realen Leben auch nicht anders. Also wenn der Laden zu hat, dann breche ich da ein und kaufe trotzdem ein. Also nimm dann, was ich brauche und leg das Geld auf die Kapitän Theke und so. Gerlon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Maat. Das kann ja wirklich sein, ne? Wer bist du? Ja? Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. So, ich weiß, dass hier noch jemand benötigt ist, der ihr ein Boot? Wir sind es gewohnt, mit nur wenig auszukommen. Aber die Schmetterschildfamilie will alles. Ja, okay. Wie gesagt, wir sind erstmal für was anderes hier. Da. Für nichts. Für nichts. So. Wir sind ja erst Level 44. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, nur. Dum 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 dum. So, zu Hause. Wir müssen das jetzt auch nicht großartig einsortieren, sondern einfach hier schnell rein. Die sollten wir beibehalten. Den benutzen wir. Den brauchen wir nicht. Entschuldigung. So, die kann dann auch gleich hier bleiben. Warte mal kurz. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Die nehmen wir mal wieder mit. Ja, okay, also so langsam muss ich also auch mal wieder sortieren. Die müssen wir auch endlich mal loswerden. Da müssen wir noch ein bisschen bei den Gefährten mitmachen. Alter, sag mal, wie viel habe ich denn da drinne? Da. Ich will mal was gucken. Die ist genauso wie unser Helm. Und ist theoretisch besser. So, die dürfen hier bleiben. Das nehmen wir ruhig mal mit.
Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. So. Können wir nicht. Oh, wo habe ich denn so viel Geld her? 20.000. Naja. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das Geräusch. Makellos, makellos, makellos. Du darfst hier bleiben. Das müssen wir auch loswerden. Schön, dass es so viel Geld wert ist, ein blöder Knochen. Ich weiß nicht, ach komm, lass mal hier. Brauchen wir. Ah, wisst ihr was? Wir werden uns jetzt erstmal von unserem Fluch befreien, würde ich sagen, als nächstes. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich das gerne machen. Denn wir sind ja im Moment auf der Insel und da ist Feuer natürlich gang und gäbe und da sollten wir nicht mehr ganz so... Das kann ich nicht wegpacken. So, jetzt ist mal die ganzen Bücher wieder weg. Wir sind wahre Gelehrte. Ach, das ist wieder ein Fässer durch. Natürlich. Ich frag mich, ob die Kisten irgendwann voll werden. Auf der PlayStation 3 war es so, wenn du zu viel reingepackt hast, dann hat das irgendwann viel, viel länger gedauert. Also hier geht's ja so zack, 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 zack. Kannst du hier, so seht ihr ja, wie schnell ich das da reinpacken kann. Und dann wurde es halt irgendwann ein bisschen immer langsamer. Halt. So. Sehr schön. Es ging recht schnell. Jetzt müssen wir nur wieder zurück. Hermeus Mora. Ich finde eigentlich voll cool, wie der redet, so. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, ach, ich spreche voll mit Kapitän Jarnot. Ich Idiot, wir wollten uns vom Vampirismus heilen. Wie gut, dass ich immer so bei der Sache bin. Und überhaupt nicht vergesslich oder so. Und immer konkret meine Ziele verfolge und niemals von dem Weg abweiche. Also so niemals. Ja, ich weiß. Die Nordmaid ist ja seetüchtig und abfahrbereit. Jetzt müssen wir erstmal... Zack, das machen wir... Ja. Ich vergesse das auch jedes Mal wieder. Ich kann auch einfach so machen. Zack, Viereck und... da. So. Dann wollen wir das erstmal machen. Ja, das ist ein sehr guter Alchemietisch. Sehr gut erhalten. Juti. Ach, Schattenmähne, tolles Ross. Peace. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, was er sagen will, ne, Dr. Fox? Kluger Ansatz. Mhm. Aber nicht so klug, 5 Stunden zu warten, um den Satz zu beenden. Moin. Moortal ist ein Ort in Bedrängnis und es ist meine Pflicht dafür... Aha. Sehr gut. Kommt in der Morgendämmerung zum Beschwörungskreis in den Sumpf.
Wir werden die Kreatur, zu der ihr geworden seid, bannen. Wow. Patrouille durchs Wasser, klar. Das ist wahrlich intelligent. Könnte sich ja jemand durchs Wasser anschleichen, stimmt schon. Denken vielleicht, vielleicht ist das wirklich intelligent, aber wie stumpf die einfach durchs Wasser laufen sind. Eine Waffe habe ich gerade. Achso, okay. Sieht in die Maske. Voll dämlich eigentlich. Zum Karten sammeln. Nichts ist schöner, weißt du? Mach hier so einen Garten. Ich weiß jetzt nicht, ob 13 Stunden ausreicht. Ich glaube aber schon fast nicht. Nee. Wie gut, dass das hier überhaupt nicht gruselig ist, oder? Auch irgendwie schön. Ich mag ja so ein bisschen, wenn es ein bisschen düsterer ist und nicht alles so lebensbejahend. Ich bin da ein bisschen, ich bin weder Emo noch sonst irgendwas, aber ich mag es halt nicht, wenn es immer total hell ist. Ich mag es zwar auch, wenn es schön aussieht, aber so eine schönere Friedhofsdüsternis, sage ich mal, verachte ich auch nicht. So, warten. Machen wir mal 5. Ich bin da. Das kann nicht sein. Ist ein super Gameplay. Hallo. Ich bin so einsam. Ist denn hier niemand? Also langsam ist es lächerlich. Ich habe so das Bedürfnis, zu ihm zu gehen und ihn zu töten. Warum nur?
Oh, okay, letzter Versuch. Ich habe auch keine Ahnung, wann die Morgendämmerung beginnt. Toll, auch ein Vampir so einfach dann so im Tageslicht stehen zu lassen. Muss wohl hier so Twilight-Dinger haben, so Heidi-Tighty-Vampire, die glitzern. Feiern bei Sonnenaufgang und das ist 6 Uhr. Oder? Also das ist das naheliegendste, finde ich. Der Ort hier ist aber auch gemein, oder? So, Sonne aufgegangen. Ich mag den Typen langsam nicht mehr. Ich bin ein Assassine. Also wir müssen jetzt warten, also. Auch interessant, wie einfach alles von Bergen umgeben ist. Was ist das für ein Symbol? Das müssen die Templer sein. In welche Richtung liegt denn Mortar? Ja, toll, genau da, wo Bäume stehen. Super. Ich bin so verzweifelt. Also was, wir gucken mal, was da ist. Oh. Hi. Nein. Jetzt kommt auch die Babyspinne natürlich. Und natürlich voll in den Kopf. So wie sich das gehört. Das macht man nur mit. So muss man mit Babys verfahren. Das sind in Wirklichkeit alles so richtige. Weiß ich nicht. Ja. Oh, das war eine kurze Nummer. Oh, wir müssen zurück. Hey, was ein Wunder, er ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass der Typ sich irgendwo festgebackt hat? Oder gilt 8 Uhr dann als Sonnenaufgang? Das ist zwar mega unlogisch, aber ich würde sogar zutrauen. Was war das? Das ist gerade irgendwas angeflogen. Jetzt reicht's. Ich würde ihn gerne umbringen, aber dann habe ich gar keine Chance mehr, geheilt zu werden. Wo ist der? Weißt du, ich bezahle den, dann komm mit dem Stein wieder und was macht der? Nichts. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Klar, ich will nur eben schnell eine Trophäe verdienen.
Jetzt, wo die Chance mal dazu da ist. Und hau. Oh. Ah, das reicht. So, Trophäe, harte Arbeit, verdient. Für die, die es nicht wissen, wie man die kriegt. Ich glaube, es war ein Verzauberungsgegenstand oder so. Okay, ich weiß es auch gerade nicht. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Also man musste drei Sachen machen. Kochen, Holz hacken und noch irgendwas anderes. Verdammt. Ich kann jetzt die ganze Folge nicht verbringen, zu warten, dass der Typ endlich kommt. Wenn ihr hier seid, um einzukaufen, habe ich viele Zauber für euch. Tretet doch ein. Weg. Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Moortal weiterhin... Das Sumpfland ist trügerisch. Ihr tätet gut daran, nicht nachts umher zu wandern. Ich habe auf dich gewartet. Werft einen Blick darauf. Dreckiger. Warum kommt er denn nicht? Ich kann doch jetzt hier nicht... Die ganze Zeit einfach nur noch auf ihn warten. Mhm. Okay, eine kleine vielleicht, ne? So. Geduldet euch bitte. Also, es gehört nun mal zum Spiel, ne? Also würdet ihr jetzt genau das auch so spielen, dann hättet ihr natürlich auch diese Arschkarte. Das ist natürlich zwar jetzt blöd, aber man muss auch die schlechten Seiten von Spielen zeigen. So muss das nun mal sein. So, jetzt müssen wir schon mal dahin jumpen. Vorsichtig! Warum? Heute noch das Spiel kommt, was ich mir bestellt habe. Ich wage es zu bezweifeln. Lustig wäre, wenn er jetzt da ist. Dann sammeln wir halt schon mal ein bisschen was hier noch. Riesenflechte ist natürlich auch ein super erotischer Name. Sollte man das Kosenamen für seine Freunde benutzen. Na, du Riesenflechte. So. Gut, wenn ich jetzt warte, riskiere ich leider, dass es schon wieder zu spät ist. Ich bin ein Kreisel. Ich will gar nicht wissen, wie dämlich das auf YouTube aussieht. Weil Fuß runter! Wow. Und ich soll der Held sein, der nicht mal da mit... Weißt du, also... Das ist echt ein bisschen traurig. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Alter, mit der Maske so im dunklen Wald. Ich sehe dich. Oder so, zum Wasser hin. So. Oh, soll ich gar nicht. Ich beobachte dich beim Baden. Also, es kann doch nicht angehen hier, oder?
Ist das ein Sternbild? Oh, ich habe ein Talent, das ich verbessern kann. Blocken, Zweihändigkeit, das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Aber andererseits nicht. Ich bin auch nicht auf leichte Rüstung, oder? Goldene Ende. Bin ich dabei. Ich stehe hier im Wald. Mir ist kalt. Hallo. Hallo. Oh. So, Sonnenaufgang. Was ist los? Dieser Heckenpenner. Ich bringe ihn um. Das ist auch irgendwie dämlich. Warum bei Sonnenaufgang? Ritual, mit dem wir auf den Schwarzen Marsch treffen. Dort wird er das Ritual abhalten. Ich darf nicht blut. Ah, ja, natürlich. Das Questdinger immer lesen. Ich darf nicht blutdurstig sein. Ich darf nicht sein. Ich darf keinen Durst haben, sonst mag er mich nicht und ihr denkt, dass ich ihn so auf leer trinken will oder so ähnlich. Jut, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Dann brauchen wir ein paar von diesen Bluttränken, ne? Gott. Auch sehr einladend, diese Wasserspeier. Wasserspeier? Das ist gut, ne? Gargoyles, aber sind das nicht Wasserspeier gewesen? Die kein Wasser speien? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin enttäuscht, denn mein Spiegel kommt heute nicht mehr an. Ich hoffe dann wenigstens morgen auf den Samstag. Tach, bin wieder da. Ist das normal, dass das hier so leer ist? Ich lasst mich in Ruhe. Jo. Ach, guck mal an. Hier, du gehörst mir doch, oder? Könnt ihr es euch vorstellen? Eine Welt ohne Sonne? Wir wären alle verloren. Menschen wie Vampire. Ja, das stimmt. Oh, Bücher. Oh, Bücher. Oh. Schon einer drin. Entschuldigung. Schade, kann ich nicht zumachen. Ja gut, ich will jetzt auch hier nicht jedes einzelne Buch lesen. Eigentlich habe ich ja was vor. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das ist aber ein hübscher Moment. Holzkohle. Gut, das brauchen wir nicht so unbedingt. Hier schläft dann wahrscheinlich die Schmiedin. Hallöchen. Braucht ihr etwas? Ah, nee. Ich kann es mit den Besten aufnehmen. Ich werde euch einiges beibringen. Sprecht mit Garan Mareti. Er hat etwas für euch. Oh, schön für ihn. Hier, kannst du wieder gehen. Wir sind alles mehr. Was
das hier. War natürlich noch ein Buch davon. Wir müssen die Burg mal hier mal vollkommen ausplündern. Nein, nein! Ach, schnell. Ich krieg dich. Voll unnötig, der Bogen. Nehmen wir mit. Das ist doch hier alles nur Schnickschnack. Braucht doch kein Vampir. Braucht ihr etwas? Uff, nö, eigentlich nicht. Ich würde gerne mal wissen, wo hier ein paar Sklaven sind. Wir sammeln jetzt hier nur noch ein, also die, die keinen Bock mehr haben, ihr könnt ruhig wegschalten, passiert nichts Großartiges mehr. Wir werden in der nächsten Folge dann den, wenn möglich, den Vampirismus heilen. Und ich klaue hier nur noch ein bisschen. Aber vielleicht findet man ja noch was Interessantes. Das ist wieder Experte hier. Ich will das Herz. Wo ist hier hin? Mal gucken. Oh, wer bist denn du? Hallo. Hi. Also gut. Ja, so immer so. Hallo. Guten Abend. Hab ich das nicht schon mal geöffnet? Das ist kein Clown, das ist umsichtige Lebensplanung. Also Totenplanung. Als Vampir ist man ja theoretisch tot. Mal drin liegen. Ach, verdammt, war ja klar, dass sowas wieder passiert. Also wahrscheinlich muss ich da noch mal Sitte, seinen Müll einfach liegen zu lassen, wo man gerade geht und steht, hat noch nie verstanden. So, weil ich die Sachen gerade weggeschmissen habe, okay. Tja, Junge, schön, so ist das. Lasst mich in Ruhe. Ach toll. Warum fresst ihr alle? Ich will auch was. Verdammt, wo sind die Sklaven? Hier ist falsch. Ist auch kein Sklave. Hi Leute. Ich brauche noch ein bisschen was für die unterwegs. Bitte nicht mehr. Was bist denn du? Du siehst aus wie ein Kaiserlicher. So, das sollte reichen. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Es gibt etwas für uns alle. Alles okay, Leute, alles gut. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, ciao.